Liebe Europäerinnen und Europäer, am heutigen Europatag feiern wir, was diesen Kontinent über die letzten Jahrzehnte zusammengehalten hat, nämlich Einheit in Vielfalt, das Prinzip Kooperation statt Konfrontation und Brücken bauen, Grenzen abbauen, sowohl die territorialen als auch die, die wir in unseren Köpfen oder unseren Herzen haben. Kleingeisterei und Vorurteile zu überwinden und Lösungen zu finden. Lösungen zu finden dort, wo es wirklich Probleme gibt. Gerade diese Corona-Pandemie, die wir derzeit erleben, die zeigt, wie wichtig der Zusammenhalt ist, wie wichtig das Gemeinsame und das einander unterstützen ist. Im Kleinen, zum Beispiel, wenn wir Nachbarn und Nachbarinnen helfen oder das Essen bringen, oder im Großen, wenn auch in Österreich zum Beispiel Intensivpatienten aus anderen Ländern aufgenommen wurden, weil dort die Spitäler schon überfüllt waren. Dieser Europatag, den sollten wir aber auch zum Anlass nehmen, gefährliche Kleingeisterei und wirklich wieder gefährliche Nationalismen auch zu überwinden und ihnen keine Chance zu geben. Denn das, was dieses gemeinsame Europa stark gemacht hat, ist für soziale und ja, mittlerweile auch ökologische Gerechtigkeit sich einzusetzen. Es gibt auch den European Green New Deal. Und zu überwinden jetzt auch diese Gesundheitskrise. Lasst uns gemeinsam daran weiterarbeiten. United in Diversity.